I am the Jochen, und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 11. Januar 2024. Schönen guten Morgen, die Musik wird immer wilder hier im Hintergrund. Schönen guten Morgen auch an Hotte, der gerade bei der Bahnrad-Europameisterschaft in Apeldoorn weilt und dem es gestern aufgefallen ist, dass ich das falsche Datum gesagt habe. Da gebe ich mir 9 Tage lang Mühe, dass ich 2024 sage am Anfang. Und jetzt ist es gestern wieder passiert, ich habe 2023 gesagt. Natürlich sind wir in 2024 und das hier ist der Frühsport für den 11. Januar 2024. Danke Hotte fürs Aufpassen, ich gelobe Besserung. Falls es wieder noch passieren sollte, die nächsten Tage, tut mir natürlich leid. Ja, ich bin immer noch in einem ungewohnten Ambiente hier. Wie gesagt, die Musik ist brutal, die kriege ich auch nicht weg. Die wird auch immer lauter von Tag zu Tag. Barbara Streisand jetzt gerade hier. Mal gucken, was noch alles kommt für wilde Geschichten. Ich versuche trotzdem den Frühsport ein bisschen drüber zu legen. Vielleicht kann ich es ein bisschen rhythmisierter rüberbringen heute. Das wäre dann mal was, oder? Also, der Frühsport. Mit Ergebnissen von gestern Abend. Erstmal habe ich noch was von vorgestern nachzutragen. Und zwar Coppa Italia. Florenz setzt sich durch im Elfmeterschießen gegen Bologna. Und gestern Abend dann gab es einen Sieg von Lazio Rom gegen die AS Roma. Und Atalanta hat gewonnen bei Milan mit 2:1. So, das ist also Coppa Italia von gestern. Heute gibt es noch ein Spiel und zwar Juventus Turin gegen Frosinone, 21 Uhr auf DAZN. Dann gucken wir zum EFL Cup. Da gab es das zweite Halbfinal-Hinspiel und zwar Liverpool gegen Fulham. Liverpool hat es noch gedreht, lag lange Zeit hinten gegen Fulham, am Ende aber 2:1 für Liverpool. Rückspiel folgt dann in 2 Wochen. Dann spanischer Supercup, Real Madrid gewinnt nach Verlängerung, muss die Pause noch besser einmachen, gewinnt nach Verlängerung gegen Atletico Madrid im Stadtduell. Die treffen sich übrigens schon wieder dann im Copa del Rey bei Gelegenheit. Jetzt aber erstmal steht Real Madrid dann im Finale des Supercup und der Gegner wird heute Abend ausgespielt. Es heißt Barcelona gegen Osasuna, 20 Uhr in Riyadh, live auf der Zone. Wer Lust hat, das zu gucken, ist da auch herzlich wieder eingeladen. So. Das zum Fußball. Müsste gewesen sein. Ich hoffe, ich muss gleich nicht niesen. Ich habe gerade schon versucht, hier ein bisschen... Es juckt ein bisschen in der Nase. Mal gucken. Vielleicht, falls es gleich einen Nieser gibt, das wird dann der erste. Da mache ich kurz vorher aus wieder. Mach Pause. Mal schauen. Also Fußball soweit reicht. Aber was uns natürlich am meisten interessiert, sind die Europameisterschaften, die gerade angelaufen sind. Und das sind ja nicht gerade wenig. Zum Beispiel gibt es zu vermelden bei den... Erstmal ihre Ergebnisse. Die gehen immer vor. Und zwar gibt es eins zu vermelden, ein sehr, sehr gutes... Von den Bahnrad-Europameisterschaften aus deutscher Sicht. Denn da gab es Gold für Deutschland. Lea Friedrich, Pauline Grabosch und Emma Hinze haben dort im Teamsprint Gold gewonnen vor Großbritannien und den Niederlanden. Herzlichen Glückwunsch zu dieser ersten Medaille. Hotte war am Start, wie schon erwähnt, und hat mitgefeiert. Und bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften Minerva Hase und Nikita Volodin liegen auf Platz 2 nach dem Kurzprogramm. Das sieht also auch schon mal ganz gut aus im Hinblick auf eine Medaille. Mal sehen, ob es vielleicht noch was wird in Richtung Gold. Müssen wir rauskriegen. Beide Wettbewerbe heute wieder zu verfolgen. Die Bahnrad-Europameisterschaften ab 18:30 auf Eurosport 2 und Eiskunstlauf ab 11:30 auf Eurosport 2 mit dem Kurzprogramm der Frauen. Das gibt es dann ab 13:50 auch auf One zu sehen. Und dann gibt es später nochmal 13:50 Eurosport. Boah. Und dann gibt es nochmal 13:50 auf Eurosport 2. Geht es weiter und dann ist auch One abends um 10 nochmal auf Sendung mit Berichterstattung von dieser Veranstaltung. Die Handball-Europameisterschaft hat erfolgreich begonnen für das deutsche Handballteam. Die haben nämlich ihr Auftaktspiel gegen die Schweiz gewonnen mit 27:14. Guter Start und wie erwartet hat in derselben Gruppe auch Frankreich gewonnen gegen Nordmazedonien. Also da ist alles bisher noch im Rahmen, was passiert ist. Wir bleiben mal dran und gucken, wie die Gruppe weitergeht. So, George Ezra, es wird immer lauter hier hinten dran. Mal sehen, was dann wie gesagt noch kommt. Das also zum Handball. Heute geht es weiter in Sachen Handball-Europameisterschaften auch mit den nächsten Spielen. Alle auf DeinSports zu sehen, aber eins davon auch auf zdfsportstudio.de im Stream, nämlich Norwegen gegen Polen, 20.30 Uhr. Könnt ihr das gucken, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr kein DeinSports-Abo habt, gibt es beim ZDF ein Spiel mal wieder gratis zum Gucken. So, dann gucke ich mal weiter. Wasserball-Europameisterschaften. Da gab es jetzt nach den Damen leider auch das Aus für die deutschen Männer. Gegen Montenegro haben sie verloren im Achtelfinale mit 5:10. Und das ist nicht nur das Aus in der Europameisterschaft, das ist auch das Aus in der Qualifikation zur WM, also in den Hoffnungen zur Qualifikation zur WM. Und das wiederum bedeutet auch das Aus der Olympiaträume. Das heißt, die deutschen Wasserballerinnen und Wasserballer werden beide jeweils nicht in den Weltmeisterschaftsturnieren im Februar
antreten und sie werden auch beide nicht bei den Olympischen Turnieren in Paris dabei sein. Schade, das ist, ich möchte es mir verkneifen, aber ich komme nicht drum, das ist dann leider ins Wasser gefallen. Entschuldigung. So, Ruhpolding meldet die Biathlon-Staffel der Frauen aus Deutschland auf Platz 3. Gewonnen hat Frankreich vor Schweden. Heute geht es weiter mit den Männern. Die laufen los um 14.30 Uhr. Deutschland ist auch hier dabei, Eurosport überträgt. Und auch natürlich das ZDF, sportschau.de, ist wieder live am Start. Dazu gibt es auch noch Ski Alpin und Schwarzen um 12.30 Uhr mit der Abfahrt der Männer in Wengen. Da also alle deutschen Stars wieder mit dabei und wir sind gespannt, wie es ausgeht. Auch hier seid ihr, glaube ich, gut dabei bei Eurosport und bei sportstudio.de im Stream. So, Tennis geht weiter mit der Qualifikation zu den Australian Open. Da haben wir zu vermelden, dass Annalena Friedsam raus ist aus der Quali, ebenso wie Nomanoa Akugi, die ist auch raus. Weitergekommen dagegen aus deutscher Sicht ist Ella Seidel. Benjamin Hassan ist eine Runde weiter, auch ein neuer Name auf dem Tableau. Dazu die bereits weiteren Rudi Mollecker, Juli Niemeyer und Eva Lüss, wie die sich weiterhin schlagen in dieser Quali. Ich bleib dran und sag Bescheid, wenn es weiteres zu berichten gibt. Dann gucken wir zur Volleyball Champions League. Da hat Lüneburg verloren in Budweis mit 0:3 und steht kurz vor dem Aus. Das ist gar nicht so schön. Dann hat in der Champions League aber auch Berlin gewonnen bei Benfica. In der Frauen-Champions League Stuttgart Sieg gegen Rechow und Potsdam gewinnt gegen Lodz. Und im CEV-Pokal der Frauen gewinnt der Dresdner SC bei Nuuk Volleyball. So, das Volleyball ist, glaube ich, heute nichts. Doch, nö. Nee. Doch, Challenge Cup der Frauen noch. Guck mal, Wiesbaden bei Paok, was nicht alles gibt, 18 Uhr. Ich sag morgen, wie es ausgegangen ist, wie gewohnt. Eishockey gibt es heute Abend auch, die deutsche Eishockey-Liga mit Löwen Frankfurt gegen Ingolstadt, 19:30 natürlich auf Magenta live zu sehen. Und das apropos Eishockey. Menschenskinder, sagt mir doch mal was. Ich habe gestern im Video gesagt, ich werde noch ein bisschen aufarbeiten, was liegen geblieben ist. Ja, was habe ich gemacht? Pustekuchen, nichts habe ich gemacht. Der Spieltag vom Wochenende noch, die letzten Spiele vom Sonntag. Denn da gab es in der DEL noch Folgendes, was passiert ist. Die Fischtown Penguins schlagen die Eisbären Berlin im Topspiel mit 5:1 und setzen sich damit wieder mit 3 Punkten ab auf Platz 1. Also 75 für sie jetzt, für die Fischtowner und Berlin 72 Punkte auf Platz 2. Auf der 3 die Straubinger Tigers, die haben am Sonntag verloren gegen Iserlohn, haben also auch auf Fischtown was liegen lassen. Und Red Bull München auf Platz 4, die haben ihr Spiel gewonnen gegen Frankfurt knapp. Zwar aber mit 2:1 trotzdem gewonnen, damit also Vierter mit 64 Punkten. Hinten auf dem letzten Platz Iserlohn weiterhin abgeschlagen hinter Düsseldorf, auch wenn Iserlohn gewonnen hat in Straubing, bisschen überraschend. Und Düsseldorf auch gewonnen hat in Wolfsburg nämlich, schau einer an. Und beim Rennen um Platz 10, da ist Nürnberg jetzt bei 43 Punkten, Augsburg 41, Frankfurt Düsseldorf 39. Das wird uns noch Spaß machen in den nächsten Wochen, das könnt ihr aber glauben. Basketball-Bundesliga gab es auch noch am Wochenende, schnell den Einschub mal gemacht. Und da habe ich nie was zu gesagt gestern. Die Niners Chemnitz bleiben vorne mit ihren 2 Niederlagen, gefolgt von Ulm und Bayern München mit jeweils 3 Niederlagen. Würzburg und Alba haben jeweils 4 Niederlagen auf dem Konto. Das sind die wichtigsten Tabellen, der Tabellenstand nach diesem Wochenende. Und ich schulde euch noch die Serie A, da gab es auch einen Spieltag noch am Wochenende, der hier nie irgendwie zur Debatte kam. Inter Mailand hat gewonnen, Juventus hat gewonnen, Milan hat gewonnen, aber Florenz hat verloren. Das heißt in der Tabelle Inter 48, Juve 46, Milan 39 und Florenz 33 Punkte. Die haben jetzt ein bisschen abreißen lassen müssen. Wo wir gerade bei den Ergebnissen am Wochenende sind, Handball European League der Frauen, da hat Thüringer HC gewonnen in Zagreb, das war ich euch noch schuldig. In der Champions League der Frauen hat Bietigheim verloren gegen Odense und in der European League der Frauen hat auch Bensheim Auerbach verloren in Nantes. Das waren auch noch alles Resultate, die hier nie zur Sprache kamen, aber die mussten einfach nochmal rein, weil das wäre sonst nicht vollständig gewesen. Tut mir leid. Dann die ganzen Fußballpokale vom Wochenende, da haben wir schon drüber gesprochen, gibt es aber auch noch was nachzutragen, nämlich Unionistas Salamanca, die haben doch noch gewonnen gegen Villarreal. Spiel wäre erstmal abgebrochen worden aufgrund eines Stromausfalls. Aber es ist dann doch zu Ende gebracht worden und im Elfmeterschießen gewinnt Salamanca gegen Villarreal. Das ist eine dicke Überraschung aus der Copa del Rey. Im FA Cup soweit die Favoriten weiter. Topspiel, habe ich ja schon gesagt, gewinnt Liverpool bei Arsenal. Und dann ist noch erwähnenswert, dass Barcelona sich schwer getan hat in der Copa del Rey. Die gewinnen ganz knapp 3:2 bei Barbastro. Ein Viertligist, der sie beinahe hier rausgeworfen hätte,
Aber Beiner ist halt nur Beiner, ne? Hat also dann doch am Ende sollen sein. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Monaco gewinnt übrigens das Topspiel in der Coupe de France bei Lens im Elfmeterschießen mit 2-2 ging es außen an das Elfmeterschießen, also an AS Monaco. So, das müsste jetzt aber auch wirklich, glaube ich, alles gewesen sein vom Wochenende, was ich euch noch schuldete. Ich gucke mal kurz drüber. Eishockey haben wir, Basketball haben wir. Ja, Tennis noch. Guck mal, Kravitz-Pütz verlieren in Brisbane das Finale im Doppel gegen Glasspool-Rocher. Ein neues Team, Glasspool-Rocher. Helio Barra irgendwie nicht dabei gewesen. Ist der verletzt? Weiß ich gerade gar nicht. Aber das heißt noch nicht Rocher, glaube ich. Ferrero Rocher. Ich nenne ihn einfach jetzt so, mir der Wurscht. Heißt der Rocher? Heißt der Rocher? Heißt nicht Rocher? Roger? Auch nicht. Na, ich weiß es nicht. Na gut, okay, ich schwuff ab. Was haben wir noch? Jetzt sind wir durch mit allem vom Fußball. Wir haben Handball-Europameisterschaft geklärt. Basketball-Europacup gab es noch von gestern Ergebnisse. Guck. Die Hamburg Towers verlieren im Eurocup gegen Badalona. Ulm verliert in Wrocław. Ludwigsburg verliert in der Champions League in Darussia Faka, aber so knapp, dass es dann doch zum Weiterkommen reicht. Und im Eurocup verliert Göttingen gegen Porto und die Niners aus Chemnitz, die haben gewonnen in Leiden. Immerhin, ansonsten wäre das eine ganz dünne Nummer irgendwie geworden an diesem Spieltag. Aber ist ja dann nochmal so ein bisschen was gerettet worden am Schluss. Immerhin. Haben wir heute noch Basketball anstehen? Ja, ist die Antwort. Und zwar in der Euroleague gibt es Fenerbahce gegen Bayern München 18:45. Und dann gibt es noch, und das wird der Abschluss dieser heutigen Frühsportausgabe, das NBA Paris Game. Denn auch die expandieren ja inzwischen raus aus den USA, spielen in Paris. Und zwar die Cleveland Cavaliers gegen die Brooklyn Nets. Das ist das, was man Paris kredenzt. 20 Uhr geht's los und das Ganze gibt's live zu sehen im Free TV auf Pro7 Max für alle Basketballfreunde. Da könnt ihr es richtig krachen lassen mit der NBA aus Paris. Garantiert mit deutschem Kommentar und nicht mit französischem. Aber geht's schon auch irgendwo zu sehen, wer Lust drauf hat. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen ein bisschen was verstehen können hier bei dieser Geräuschkulisse im Hintergrund. Ich hoffe, es wird dann in den nächsten Tagen wieder etwas beschaulicher. Werden wir rausfinden. Was haben wir noch sonst dieser Woche? Es kommt noch die NFL-Vorschau auf die Playoffs mit Julian und Lukas. Das wird wahrscheinlich am Samstag dann zum Playoff-Start hier reinflattern. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten bleiben wir dran beim Handball natürlich. Wasserball ist jetzt leider raus. Aber die Handball-Europameisterschaft läuft dann am Wochenende, fangen die Hockey-Qualifiers an. Auch da geht es noch um die Olympischen Spiele. Wir bleiben hier dran. Und es gibt dann auch die Tage mal noch ein Special zu diesem Thema Olympia-Qualifikation der Mannschaften. Weil da gibt es noch so viel. Die Basketballerinnen kommen dann als nächstes. Die Fußballerinnen spielen noch ihre Quali. Und. Und ich bringe euch da mal auf den aktuellen Stand, wie es ausschaut. Danke fürs heute Zugucken auf jeden Fall. Und fürs Musik-Aushalten. Wenn ihr Lust habt, morgen wieder. Ich suche mir vielleicht dann ein ruhigeres Plätzchen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Dafür war eine schöne Lampe im Hintergrund. Boah, schön ist immer relativ, ne? Alles klar, macht's gut, danke fürs Zuschauen und gerne abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Da freue ich mich immer drüber, wenn jemand dazukommt. Und empfehlt mich gerne weiter, wenn ihr Lust drauf habt. Auch wenn es heute ein bisschen untypisch war. Sonst sind wir ja immer hier ein bisschen beschaulicher. Aber jetzt musste ich doch ein bisschen gegen die Kulisse anreden. Werde mal reinschauen, ob es überhaupt geklappt hat. Bis dann, danke fürs Zuschauen und morgen wieder Frühsport. Macht's gut, tschüss.